Komm und spiel dich frei, täglich in der Soccer Plaza Schwabach von 12 bis 24 Uhr. In zwei Hallen auf vier Plätzen bietet Bayerns größte Indoor-Halle Spiel und Spaß für jedes Alter. Tempo, Spannung, Leidenschaft, all das gibt's in der Soccer Plaza in der Wiesenstraße 11 in Schwabach. Ob auf dem Platz oder in der Sportsbar, die ganze Welt des Fußballs, hier ist sie zu Hause. Und wann kommst du nach Schwabach? Soccer Plaza, ein Unternehmen der Jochen Schaaf Gruppe. Hallo Fans, hallo Nürnberg, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Club Talks. Präsentiert vom Club Expertenforum. Sachlich, fair und kompetent. Freuen Sie sich auf Andi Lindner. Wir reden Tacheles hier im Club Expertenforum. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ein ganz, ganz interessanter Saisonabschlusstalk. Wir befinden uns im Brown Sugar für alle Clubfans, die es mal nicht schaffen, live ins Stadion zu gehen, den Club auswärts zu verfolgen. Alle Spiele hier natürlich live, ordentliche Rockmusik. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir heute auch einen ganz, ganz rockigen Talk kriegen. An meiner Seite, ja, ein Urklubberer. Da war ich selbst noch in der Kurve gestanden, habe angefeuert, als Jörg Dittmar hinten zumindest die Abwehrreihen beim 1. FC Nürnberg sicher zusammengehalten hat. Schön, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast. Grüß dich, Jörg. Grüß dich, servus. Ja, du und der 1. FC Nürnberg. In meiner Jugend, da hast du unten am Rasen immer schön für Rumble in the Jungle gesorgt. Was treibst du denn jetzt eigentlich? Ja, in der heutigen Zeit, also ich bin bei einer Fußballschule angestellt, als Trainer mit Bernd Hopsch zusammen, nennt sich Profi-Soccer-Team. Und auf Honorarbasis bin ich Bundestrainer im Behindertensport. Meine Spieler müssen alle einen IQ unter 75 haben, also körperlich normal. Und wir spielen jetzt im Juni eine EM in Schweden und da ist natürlich alle Vorbereitungen sind da hier dafür gegeben jetzt. Jetzt hast du was gesagt, Jugendschule. Muss man ja natürlich immer nachfragen, wie viel Talente hättest du jetzt da im Gepäck, wenn er Martin Bader anrufen würde? Ja gut, also wir haben jetzt nicht die Fußballschule, wo der FC Nürnberg hat, sondern bei uns ist es so, dass ab 5 Jahre jeder mitmachen kann bis zum 14. Lebensjahr und da steht der Spaß im Vordergrund. Wir haben natürlich auch einige Talente, die mal beim FC Nürnberg oder bei Greuther Fürth oder irgendwo mal spielen könnten, aber es gibt noch so viele Jahre, wo die Jungs noch lernen müssen und das muss man mal abwarten. Der 1. FC Nürnberg, denke ich mal, du warst ja da lange Zeit der Hero, würde sicherlich noch dein Verein des Herzens sein. Du bist ja auch noch dazu, was ja das Positive ist, Franke. Ja gut, ich sage immer wieder, ich bin der Oberfranke und der Franke, obwohl meine Mitspieler, die haben mich immer belächelt und gesagt, ich will beim FC Nürnberg bleiben, weil das ist mein Verein und auch in der heutigen Zeit noch. Also ich bin jetzt nicht regelmäßig im Stadion, aber ab und zu mal das letzte Spiel war gegen Hertha beim 2-0-Sieg und sonst verfolge ich halt alles über Sky und über die Zeitungen, Kicker und so. Der 1. FC Nürnberg als 10. die Saison abgeschlossen, ein Finish, wo du sagst, alles rundlaufen, alles wunderbar. Ja gut, ich sage immer Berg und Dal, war natürlich mit dem 10. Platz, wenn man so sieht, denkt man, oh, das ist ein guter. Aber bis vor 3-4 Spieltage war es natürlich noch ganz eng und für mich war das klar, dass wir gegen Abstieg spielen werden und deswegen habe ich die Spiele, wo wir mal verloren haben oder am Anfang zum Beispiel gegen Hertha gleich, wo gewonnen, wo die Fans schon wirklich gesagt, oh super, UEFA Cup kommt und hin und her. Ich habe mich auch aber nicht niederschlagen lassen, wenn einmal 3-4 Niederlagen gekommen sind, das war klar. Also ich bin so im Großen und Ganzen als Club-Fan, ja, ist mir das gewohnt, dass das hier bis zum Schluss geht, dass wir nicht absteigen. Was müssen so die Ziele sein für einen 1. FC Nürnberg, wenn man so die Entwicklung der letzten Jahre ansieht? Kann man als Fan irgendwann mal wieder hoffen, dass es auch in Richtung Europa wieder geht? Oder muss man einfach sagen, jedes Jahr Bundesliga, dass der 1. FC Nürnberg mitwirken darf dort, ist ein Geschenk? Also ich muss sagen, wenn ich zurückschaue, hat sich nichts verändert. Also die guten Spieler werden immer verkauft. Ja, es wird nicht einmal Risiko eingegangen, dass man mal den Spieler verpflichtet. Und es ist halt ein Berg- und Talfahrt, wenn man sieht, ich bin gekommen, erst einmal, erst Jahr 5. Platz, dann 8., dann 13., dann im 3. Jahr 8. hin und her. Und es ist beim FC Nürnberg in der heutigen Zucht genauso, dass halt einfach die Spieler, wenn sie eine gute Saison haben, dann werden sie verkauft. Ja, müsst ihr euch mal den einen oder anderen Spieler vielleicht einmal halten, aber wie gesagt, das gehört wahrscheinlich die nächsten Jahre immer dazu, dass der Clubfan immer wieder jedes Jahr an das Fan-Trikot kaufen muss, weil die Spieler immer wieder neu kommen dazu. Ist das aus deiner Sicht eine Entwicklung der heutigen Zeit, dass es einfach noch teurer geworden ist, um Bundesliga ganz oben mitspielen zu können? In den ausländischen Ligen immer mehr ausländische Investoren, die wahnsinnig viel Geld reinpumpen. Wir haben die 50 plus 1 Regel. Sind wir als Bundesliga, als deutsche Vereine
als erst FC Nürnberg da überhaupt langfristig wettbewerbsfähig oder muss sich da auch von der Struktur her bei uns einiges ändern? Ja, ich glaube, das wird schwer. Der FC Nürnberg wird die nächsten Jahre immer so zwischen Platz 10 und Platz 18 spielen. Und die Spieler, die zum Club kommen, die sagen sich, Mensch, ich gehe zum FC Nürnberg, sieht mir die Davi jetzt an, ja, ausgeliehen oder Schieber, wie sie alle, Gündogan, Egeci, die haben alle gut eingeschlagen und die gehen natürlich dann alle wieder weg, weil sie dann mehr Geld verdienen. Das ist halt leider so. Aber als Fan würde ich mir halt mal wünschen, dass die Spieler nicht nur ein Jahr da bleiben, sondern auch mal zwei, drei Jahre. So wie zu unserer Zeit Thomas Brunner oder Uwe Wolf oder Mike Oechler oder Jörg Dittwar, die ab die 6, 7, 8 oder 10 Jahre da waren. Aber das ist in der heutigen Zeit undenkbar, weil einfach die Berater ja auch Geld dran verdienen und da muss der Spieler wechseln. Ist halt schade jetzt zum Thema Marot. Schade, dass er gehen tut, glaube ich, ne? Also was ich jetzt heute gelesen habe, so einen Spieler müsste man halt mal halten, aber wie gesagt, da bin ich zu weit weg, um da hier mich zu äußern. Da kann man auf der anderen Seite sagen, solche Jungs dann wie Pino, umso wertvoller für die Integration, auch für die Fans, dass so einer immer wieder auch Zeichen gesetzt hat, ich fühle mich wohl in Nürnberg, ich verzichte auf besser dotierte Angebote, die er damals in Leverkusen gehabt hat, ist sogar den Weg durch die zweite Liga wieder mit nach oben gegangen, hat sich damit auch Probleme mit der argentinischen Nationalmannschaft geschaffen. Sind das dann immerhin noch die Mosaiksteinchen, die man braucht letztendlich, um dieses Gerüst auch zusammenzuhalten? Ich sehe das genauso wie zu meiner Zeit. Ich hätte auch nach Schalke, Gladbach, Leverkusen wechseln können. Aber ich habe gesagt, ich will nicht weg. Ich möchte hier bleiben und die Gerippe sieht man mit Schäfer, Binola. Das sind natürlich zwei Leute, die sagen, jawohl, ich will hier bleiben. Und irgendwo brauchen die Fans ja auch Anhaltspunkte. Und ich finde es eine gute Sache, dass sie es so denken. Wie siehst du die Entwicklung unter 2,5 Jahre jetzt Trainer Dieter Hecking? Also ich muss sagen, Hut ab, was der Mann macht. Ich war ja selber früher beim Club A-Jugendtrainer und da ist es nie so gegangen, dass sich der erste Mannschaft Trainer mit der Amateur oder mit dem A-Jugendtrainer zusammengesetzt hat. Und in der heutigen Zeit, ich bekomme es ja mit, die setzen sich alle Woche zusammen und ich finde es super, dass ein A-Jugendlicher, der gut spielt oder gut trainiert oder Amateurspieler, dass der mal die Chance bekommt, beim Hecking in der ersten Mannschaft zu trainieren. Und die haben die letzten Jahre einige Talente rausgebracht, die einmal ranschnuppern durften und das ist natürlich super für Nachwuchsleistungszentrum Rainer Zietsch, die natürlich dann sich leichter tun, weil sie wissen, da ist ein Trainer da, der die Philosophie vom Verein mitnimmt, der sagt, Mensch, bei uns können die A-Jugendlichen auch in der ersten Mannschaft spielen. Aber jetzt nehme ich genau mal diese A-Jugendlichen, die ja in der vorherigen Saison immer wieder so ihre Ausrufezeichen gesetzt haben. Wenn ich da denke an den Mendlers, an die Wiesmeyers und wie sie alle hinten dran noch heißen in dem Jahr, weniger Spielzeit bekommen, ist das für die alle sozusagen ein Schlag ins Gesicht und damit ein Schritt zurück, auch Marvin Plattenhardt? Also ich glaube nicht, sondern man hat gesehen, dass die Jungen vielleicht noch nicht so weit sind wie letztes Jahr und der Trainer wahrscheinlich schon mit ihnen gesprochen hat, Leute, wir machen das ein wenig anders, wir bauen euch noch weiter auf und ich glaube, der Egging hat eigentlich gut damit geraten, dass er immer den Mendler, ne? Ja, genau. Mendler, ja, sieht er mal, dass ich eigentlich zu weit weg bin, um die ganzen Namen zu merken, aber ich glaube, mit den Jungen ist man auf einem richtigen Weg und er will es ja nicht verheizen und wenn die Haie wieder einen Schritt nach vorne machen, denke ich mal, dann ist es auf dem richtigen Weg. Gehen wir mal so die Mannschaft durch, die man jetzt ja voraussichtlich auch in der nächsten Saison wieder haben wird. Auf der Torhüterposition habe ich 3 Mann. Da wird sich nicht gravierend was ändern, außer dass Rakowski von der 3 zur Nummer 2 wahrscheinlich aufsteigen wird. Raphael Schäfer vorne dran. Er ist sicherlich nicht der Torhüter der modernen Prägung, aber hat er doch aus deiner Sicht das Niveau Bundesliga? Ja, das hat er auf jeden Fall. Er ist halt eine Integrationsfigur beim FC Nürnberg. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch wenn sein Strafraumspiel jetzt nicht so ist, aber trotzdem, das ist schon wichtig. Und wenn der junge Torwart aufgebaut wird und geht als Dritter auf die zweite Position, bekommt ab und zu mal Spielsituationen rein oder zum Beispiel der Schäfer kann sich auch verletzen, man weiß es ja nie, dann muss er da sein. Also ich finde die Position, da gibt es gar keine Probleme. Dann denke ich mal, auf den Außenpositionen in der Viererabwehrkette soll es auch keine Probleme geben. Pinola, denke ich mal, gesetzt. Und Chandler, auch wenn er öfter jetzt in letzter Zeit offensiver gespielt hat, ich sehe ihn eigentlich eher klassisch als rechter Verteidiger. Ja, also ich habe auch da ein paar Mal zugeschaut und ich muss sagen, das ist in Ordnung. So rechter Verteidiger ist er gut. In der Innenverteidigung, jetzt kommen wir zur großen Baustelle. Wollscheid für mich ein so herber Verlust. A, er ist ein super netter, sympathischer Typ, hat auch was viel in der Birne. Er bringt zwar viel Geld, aber er hinterlässt, denke ich mal, auch eine brutal große Lücke. Ja, ich glaube, da ist es anzusetzen vom Bader oder dem Hecking, dass er hier, ich habe gehört, der Hecking steht auf Leute, die 1,90 Meter groß sein sollen. Aber gut, der Marot hat ja auch seinen Mann gestanden und da ist halt wichtig, einen guten
zu finden, der die Lücke schließt. Ich war Klose, wie gesagt, ich bin zu weit weg. Klose, muss sagen, hat am Anfang auch gut gespielt. Durch seinen Fehler, wo er damals geheult hat beim Interview und so, hat es ein wenig zurückgehauen. Aber ich glaube, als Profi muss er das wegstecken und ich hoffe, dass auf dieser Position die Lücke geschlossen wird, weil die Innenverteidigung ist eigentlich, die Achse ist eigentlich sehr wichtig. Ja, jetzt hat man mit Pelle Nielsen einen, der schon zwar lange beim Club ist, aber Großteil der Zeit verletzt war. Jetzt hat er zweimal spielen dürfen. Einmal nach nervösen Anfang hat es gepasst und im zweiten Spiel hat er gewackelt wie so viele andere. Ist es einer, auf den man langfristig da so drauf setzen kann, dass er dieser Abwehr Halt und Stabilität gibt, wie es ein Wolschardt vorher getan hat? Ja, ist natürlich schwer. Der Mann war lange verletzt und braucht natürlich seine Spielpraxis. Aber die dann bekommt oder die Geduld ist natürlich was anderes. Ich merke schon, die Fans, die sind da ungeduldig. Die trauen die zwei Innenverteidiger nicht so. Und deswegen hoffe ich, dass er ein gutes Händchen haben für die Innenverteidiger, dass er da wirklich den einen oder anderen noch holen. Du hast vorhin schon im Fall Dominik Maro angesprochen. Kam ja letztendlich auch aus der eigenen Nachwuchsorganisation, als er mal von Reutlingen gekommen war, hat sich reingespielt, hat sich festgespielt, ist bei den Fans sehr, sehr beliebt. Trotzdem hat man es nicht geschafft, ihn weiter an den Verein zu binden. War das leichtfertig oder war es mit Bedacht, weil er halt vielleicht auch Defizite hat, die wir alle so noch nicht erkannt haben? Ich denk, du bist ja Verteidiger. Ja gut, ich denke halt jetzt so, im Endeffekt hat er ja den FC Nürnberg das zu verdanken, dass sie ihn geholt haben. Ich glaube, der Dieter Nüssing war der Mann. Ja, und da muss man halt immer sagen, Mensch, aber wird halt nicht jeder so denken, dass man sagt, ich habe das den Verein zu verdanken, dass ich jetzt hier in Nürnberg spielen kann. Ich bleibe noch einmal, ja. Aber ich weiß nicht, ob das er ist oder sein Berater, weil die Berater, die verdienen ja eigentlich Geld, wenn er wechselt. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin sollte. Beim FC Nürnberg hätte er Bundesliga spielen können. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo ich jetzt in der Innenverteidigung bei einem anderen Bundesliga-Verein spielen sollte. Entweder ein Absteiger aus der Bundesliga oder, wie gesagt, er spielt halt dann wieder irgendwo gegen Abstieg. Also in Nürnberg, da hätte er einen Namen gehabt, da wäre er gesetzt gewesen, denke ich einmal. Aber wie gesagt, das muss er selber wissen. Ich hatte eher so den Eindruck, dass er eben nicht glaubt, dass er gesetzt wäre, sondern dass er sich hätte ganz hinten anstellen dürfen. Nur die Baustelle jetzt aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Jetzt ist es mit Wolschardt und Maro, zwei sind weg. Nielsen weiß man noch nicht so genau, wo er steht, zu was er alles zu leisten imstande ist. Und beim Klose, außer guten Ansätzen, weiß man bisher auch nicht mehr. Hat man sich da die Baustelle unnötig größer gemacht, als sie eigentlich hätte sein müssen? Ja gut, nachdem er dass der Wolschardt geht, hätte ich den Maro behalten, aber der Dieter Hegging, der wird ja schon im Bello was haben, denke ich mal, mit den ein oder anderen Spieler, dass sie da noch einen holen. Also wie gesagt, die müssen einen holen, weil ich sage auch so, ohne die zwei wird es sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das Wichtigste ist, die Null muss immer stehen. Und der Club hat es ja auch bewiesen in den letzten Spielen, dass er souverän hingestanden war. Und deswegen haben sie ja auch den Grundstein gelegt, dass sie nicht abgestiegen sind mit der Abwehr. Du hast ja auch viel Trainererfahrung. Wie wichtig ist es, sage ich mal, so eine Position, also dass ich alle Positionen im Kader doppelt besetzen habe, gerade auch auf der Innenverteidigerposition, dass man nicht sagt, man geht jetzt mit drei Innenverteidigern in die neue Saison, sondern vier sind schon wichtig, dass ich auf jeden Ausfall auch individuell reagieren kann. Ja, der Trainer möchte schon gern, dass sie doppelt besetzt sind, aber das Problem ist halt dann die Spieler, weil die wollen ja alle spielen, können nur leider nur 11 spielen, das sieht man nicht nur bei Clubs so, sieht man in Bayern hin und her, also da ist halt ein Händchen vom Hegging gefordert, dass er einfach das sagt, okay, es sind nicht nur 11 auf dem Platz, sondern ich habe einen Kader von 20 und die gehen über die Saison und die müssen alle mit ran und müssen alle helfen, mir die Punkte zu holen. Also ich hoffe, dass er das Händchen besitzt, um in der Truppe da hier was Gutes zu verbringen. In den letzten zwei Jahren ein ganz, ganz wichtiger Baustein in Rhein des Ersten ist Nürnberg aus meiner Sicht, Timmy Simmons. Nur der Belgier, der Dauerläufer, wird ja auch nicht gerade jünger. War, denke ich mal, gar nicht so schlecht, einen Hanno Balic in der Winterpause damit dazu zu holen. Ja, ich finde, es war ein guter Schachzug. Ich habe auch den Simmons so mal im Fernsehen oder auch mal live beobachtet. Also er ist halt einer, der ist jetzt zwar nicht der Techniker, aber ist ja auch wichtig, solche, ich sage mal, früher hätten wir gesagt Holzfüße, ja. Aber der ist wirklich sehr wichtig für die Mannschaft. Er stopft die Löcher zu. Also wenn einer ein wenig Ahnung hat, der sieht es, was der Arbeit macht. Und deswegen, ich kriege es ja auch immer mit. Das heißt, ja, das waren zu viel die zwei Jahre. Aber ich muss sagen, der zieht die Jungen mit. Der kann es auch helfen. Ist auch belgischer Nationalspieler. Also von da aus muss ich sagen, ist kein spektakulärer Spieler, aber sehr wichtig für eine Mannschaft im Defensivbereich. Ein Daniel Didavi.
Was hat er uns in den letzten Wochen für Freude gemacht? Wie groß siehst du die Chance, dass er auch im nächsten Jahr ein rot-schwarzes Trikot trägt? Ja, also ich muss sagen, damals, wie ich gehört habe, dass der Eswein sich verletzt hat, dass er länger ausfällt, da habe ich gedacht, oh weh, weh, wer soll das jetzt praktisch, wer soll ihn ersetzen? Aber die Davi hat natürlich dann einen Riesensprung gemacht, natürlich für ihn positiv. Verhandlungen sieht man jetzt, hat er 8 oder 9 Tore geschossen, ja, war der überragende Mann, hat er auch in den Spielen, wo ich zugeschaut habe, war er schon ein Talent, aber er hat immer nicht die Konstant gefunden, da war mal drin, war mal draußen, vielleicht braucht man als Spieler braucht man halt die Rückendeckung vom Trainer, der Trainer hat ihn vielleicht noch nicht so weit gesehen und hat ihn immer mal rein und einmal raus, aber was er die letzten 4, 5 Spiele gespielt hat, also das war schon Wahnsinn und für ihn ist es, für sein Geldbeutel ist es natürlich überragend, aber ich, wenn Club wäre, ich muss sagen, ich würde den Mann kaufen, ich würde 3-4 Millionen ausgeben, weil ich denke mir, der ist noch nicht am Leistungsende und vielleicht bringt der Mann einmal 7-8 Millionen, aber wie gesagt, ich sage halt das, was die Fans so denken, was ich so höre. Ist es in der heutigen Zeit so, ein Spieler, und dazu hat er sich ja klar bekannt, er hat gesagt, Trainer Dieter Hecking ist der Trainer meines Vertrauens, er hat mir vertraut, er hat mir Kraft und Selbstbewusstsein gegeben, bei dem will ich weiter spielen, aber jetzt kann ja doch alles ganz anders kommen. Ja, im Endeffekt kommt es halt auf den Geldbeutel drauf an, ja. Also ich finde es gut, ich meine, der weiß, dass der Dieter Hecking hinter ihm steht, das weiß er. Aber die Spieler sagen dann, ja, das entscheide ja nicht ich, das muss ja der VfB Stuttgart entscheiden. Beim Schieber ja genauso. Die Spieler wollen ja auch da bleiben. Aber die Trainer, ich meine, der hat ja auf den Schieber auch gesetzt, der hat halt das Pech gehabt, dass er sich verletzt hat. Und die Davi, in Nürnberg hätte es halt leichter, wie in Stuttgart, sage ich mal, von Anfang an zu spielen. Andererseits gibt es halt mehr Geld in Stuttgart. Also ich bin immer gespannt, was er macht. Ich hoffe, er wird bleiben und der FC Nürnberg macht mal auf und sagt, der Junge ist uns 3 Millionen wert und in 2 Jahren kriegen wir 7-8 Millionen und dann ist er auch in Ordnung. Das sehe ich, da bin Na? Ich mit dir wunderbar Na? D'accord. Meine Meinung, ne? Okay. Da kommen wir jetzt mal zu den anderen, die den Verein verlassen. Ein Hegeler, ebenfalls ein Leihspieler, der 2 Jahre jetzt in Nürnberg war. Also mal ein bisschen ein anderes Modell. Mhm. Trotzdem hat man es ihm nicht geschafft zu halten. Siehst du es als Verlust an oder sagst, naja, Hegeler, das, was der so in den letzten Saison gezeigt hat, den kann man kompensieren? Ja gut, umsonst hat Bayer Leverkusen praktisch nicht zurückgeholt. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal gesehen. Also ist halt, bei den Fans ist er nicht so angekommen, ja, weil ich habe immer dann auch mal gedacht, Mensch, dann, wenn die Fans das sehen wollen, dann setz halt einmal die Grätsche an und geh mal runter und dass die Fans hinter dir stehen. Aber er hat halt immer Übersteiger hin, Übersteiger her gemacht, so und sie, war auch in Ordnung, ja, aber ich glaube, die Fans haben ihn einfach nicht so ins Herz geschüttet oder reingenommen, weil er einfach meiner Meinung nach nicht 100% gegeben hat. Von außen teilweise ist es so gekommen. Wie natürlich er das sieht, ist natürlich ganz anders, denke ich immer. Andere, die den Verein verlassen, Offensivspieler mit Albert Bunyaku. Vor 3 Jahren hat er den Club mal immerhin in die Relegation mit reingeschossen, war mit 12 Toren bester Stürmer. Jetzt hat er ein bisschen Verletzungspech gehabt. Man hat die Option verstreichen lassen, ihn letztendlich zu halten, ähnlich wie beim Christian Aigler. Sind das so Spieler, die so aus deiner Sicht zwischen den Welten, also zwischen den Ligen anzusiedeln sind, von ihrem Leistungsvermögen für die zweite Liga zu stark, für die erste Liga, um da im Mittelfeld sich zu positionieren, zu schwach? Oder wären das schon Spieler gewesen, die der Club hätte brauchen können? Ich meine, beim Aigler war es so, der war ja Torschützenkönig auch bei Arminia Bielefeld. Kommt natürlich aus Franken, also da war es eigentlich ganz gut einmal, weil die Fans wollen ja immer fränkische Spieler. Da war das eigentlich in Ordnung. Beim Bunyaku muss ich sagen, er ist aus Erfurt gekommen, Regionalliga. Damals hat es Regionalliga geheißen, hat einen guten Durchbruch gemacht bei Erfurt, ist dann zum Club gekommen, wurde dann zum Nationalspieler, Schweizer Nationalspieler, hat sich eigentlich dann, wie gesagt, gut entwickelt, ist dann ein wenig nach unten in ein Tal geraten. Und er hat sich dann leider schwer verletzt. Also, und da hat man natürlich wahrscheinlich nicht mehr zugetraut, dass er das für nächstes Jahr auch schafft. Und deswegen werden sie das gemacht haben, weil ich denke, im Hintergrund werden sie schon den einen oder anderen Spieler haben, der den Bunyaku ersetzen wird. Auf den Außenpositionen ein Alex Eswein, von dem habe ich mir in der Saison viel versprochen, bis zu seiner Verletzungspause dann am Schluss hin, hat er dann auch ansteigende Tendenz gezeigt. Robby Mack hatte eine überragende Vorbereitung, war dann eigentlich die ganze Saison überhaupt nicht mehr zu sehen. Hinten raus durfte wieder ein bisschen reinschnuppern. Sind das dann letztendlich so die Spieler, auf die der Club in Zukunft setzen muss? Schnelle, trippelstarke Leute über außen? Ja, ich glaube schon. Bei Mack, das habe ich dann nicht mehr so verfolgt, der war dann total weg.
Eswein habe ich ja verfolgt damals, wie der bei Dynamo Dresden noch war. Ja. Also der ist ja begnadet, der hat ja eine Schnelligkeit, das ist ja Wahnsinn. Und gegen Hertha hat man ja gesehen, der ist einmal angetreten und hat das Ding rein. Dieter Hecking sagt immer, der weiß eigentlich gar nicht, wie gut er ist. Und ich denke mir, wenn der jetzt verletzungsfrei ist und sich einmal drauf konzentriert, dass er jeden Tag Fußball spielt, weil es gibt ja Leute, die wissen gar nicht mehr von Geld her, was sie machen. Und ich muss sagen, wenn der seinen Kopf richtig einsetzt und hundertprozentig immer alles gibt, dann kann das eine Granate werden. Aber natürlich dann in ein, zwei Jahren beim FC Nürnberg spielen, ist die andere Seite. Aber ist auf jeden Fall ein Gewinn beim Club. Also auch viel Vorfreude schon auf die nächste Saison bei ja. Alex Eswein. Wie siehst du einen Tomáš Pekarč? Über den ist ja so viel diskutiert worden. Der junge Tscheche, am Anfang hat er gut getroffen, danach ist er medial zerrissen worden und zum Schluss hin trifft er wieder. Wie kann man den einschätzen, einordnen? Er wirkt natürlich von außen immer ein wenig unglücklich, aber man muss natürlich zu seinem Schutz sagen, auch in der Phase da, so, wo er vor Weihnachten und nach Weihnachten, da waren sie natürlich das Mittelfeld, die ganze Mannschaft schlecht drauf und er war immer alleine da vorne, wenn er einen Ball gehalten hat, Mittelfeldspieler sind nicht nachgekommen. Also man sollte ihm schon noch eine Chance geben. Also ich glaube, der hat schon drauf, dass er mal der Knoten platzt und wenn die Mannschaft sich nächstes Jahr gut verstärkt und er wegen mehr offensiv Kraft mitbekommt, dann denke ich schon, ein Stürmer wird halt aus seiner Tore gemessen, ist ganz klar. Und wenn du mal einen Lauf hast, dann triffst du halt aus jedem Ding und wenn du keinen Lauf hast, dann triffst du halt gar nichts. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es schafft, dass die Kritiker einfach mal jetzt am Boden verstummen. 9 Tore ist, denke ich mal, für eine Debütsaison, für einen Mann, für einen jungen Mann, für einen tschechischen U21-Nationalspieler, der letztendlich auch seine erste Station im Ausland gehabt hat, ist ja dann letztendlich auch gar nicht so schlecht unterm Strich. Also ich denke, es ist gut, wenn der mal richtig die deutsche Sprache beherrscht, ja, und integrationsmäßig in die Mannschaft mehr reinkommt, dann denke ich, da macht es dann mehr Spaß, dann schießt er auch noch mehr Tore. Was muss der Club machen für die neue Saison? Auf welchen Positionen brauchen wir zwingend Verstärkungen? Und an welchen Positionen sind wir momentan schon so gut aufgestellt, dass man da eigentlich gar keinen Handlungsbedarf hat? Ja gut, wie gesagt, im Gespräch schon erwähnt, also Innenverteidiger brauchen wir auf jeden Fall welche. Einen oder normal brauchst du 2. Ja, im Mittelfeld, wie gesagt, kommt es halt jetzt darauf an, Didavi, ob er bleibt oder nicht. Wenn er geht, dann brauchen wir auch da wieder was. Im Sturm wäre schon nicht schlecht, wenn man noch ein, zwei Leute holen würde, nachdem ja der Bojago geht. Ja, bei Mack muss ich sagen, der hat gute Ansätze, dann wieder mal nicht. Aber ich weiß ja nicht, was die feine Einstellung in der heutigen Zeit haben. Wahrscheinlich ist es so, dass sie, wenn die mal 2, 3 gute Spiele machen, dann schwimmen die. Ja, und dann ist er wieder weg und dann muss er der Hacking wieder mal wieder runterholen. Vielleicht verdient er auch zu viel Geld. Ja, wenn ich zu meiner Zeit anschaue, wir waren früher auf die Bank, ich war ja selten draußen, aber wenn wir mal draußen waren, dann waren wir auf normale Bierbänke. Ja, und es war arschkalt. In der heutigen Zeit sitzen sie auf Sitzheizung, sitzen so drin und der Trainer sagt auswechseln und die haben die Kapuze und sagen, oh, weißt du, kannst mir mal, ich habe keinen Bock, weil ich verdiene genug Grundgehalt. Ja, deswegen die Idee, was der Bader mal, was ich gelesen habe, dass er mehr auf Leistung gehen will, das muss ich sagen, das befürworte ich, weil wenig Grundgehalt, ja, und wer spielt, soll das auch kriegen. Wir haben früher auch so gemacht, teilweise, du weißt ja selber noch als kleiner Bub, ja, wir haben ja auch nicht das Geld gehabt und bei uns war es teilweise so, das Grundgehalt war niedrig, bei Niederlage haben wir keine Auflauf bekommen, keine Punktprämie, nur bei Punktgewinn und bei den 2-Punkte-Regeln war das ja damals noch, also es war nicht einfach und in der heutigen Zeit verdienen die zu viel Geld auch bei Niederlagen. Und was mich immer stört, ist immer dran, wenn man verliert und die gehen dann hin und geben den Gegner die Hand dann, ist ja in Ordnung, und lachen dann schon. Also da habe ich kein Verständnis, wenn ich 3-0 verliere, dann brauche ich nicht lachen und mich umarmen und dann traue ich, dass ich nicht zu den Fans hin. Und das ist das, was ich auch noch wegen so das Problem habe, wenn sie gewinnen, sind sie alle dran. Da kannst du in alle Bundesliga-Stadien gehen, wo du willst. Ich war jetzt Bremen gegen Mainz, haben die Bremer verloren, die sind nicht einmal bei 0-3, sind sie zu den Fans. Da haben die Fans gesagt, ja, aber wenn sie gewinnen, kommen sie immer. Also das ist halt auch immer so, sind wir zwar zwingend abgewichen vom Thema, aber ich wollte es nochmal so einflechten. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema. Wie wichtig sind noch Fans in der heutigen Zeit, gerade auch für die Atmosphäre im Stadion? Und wie haben sich so Fankults entwickelt, was jetzt mal Anteilnahme
an dem anbelangt, was unten auf dem Rasen passiert? Also für mich war früher die direkte Anfeuerung einfach die beste. Also ich war damals mit den Ecken geschossen oder du hast nochmal einen Zweikampf gewonnen, hast einmal gegrätscht, dann haben die dich angefeuert, ja, mit FCN und reingeklatscht und die waren voll dabei. In die heutigen Zeit werden Lieder gesungen. Als Spieler interessiert dich das Lied nicht, sondern du willst ja, wenn du daheim spielst vor 40.000, da muss mich der Fan anfeuern, da muss er die Grätsche belohnen, da muss er den Schuss belohnen, dafür spiele ich ja daheim. Aber die Fans, das Wichtigste ist, dass sie Lieder singen. Also es ist meine persönliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass früher, gut, vielleicht liegt es an den Spielern, dass früher mehr Herzblut dabei war als jetzt. Wir wollten halt nicht aus Nürnberg weg, aber das ist halt meine persönliche Einstellung. In der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, der, wo das Wappen küsst, der ist sowieso ein Viertel, halbes Jahr weg. Deswegen gebe ich immer da nichts drauf. Wie arg stört die Tatanbahn bei uns noch? Ja, also das wäre natürlich überragend für die Fans auch, wenn die Tatanbahn weg wäre, weil die Fans einfach dann näher dran wären. Also das wäre ein Wunsch, wenn das auch klappen würde. Man, es wird ja immer gehandhabt, dass das Max-Mollock-Stadion genannt werden soll, aber für mich, wer soll dann die 2, 3, 4 Millionen geben im Jahr? Also für mich nichts gegen den Mann, also den kenne ich ja auch. Damals war ich auch auf einem Bild mit ihm einmal drauf, wo die Generationen fotografiert worden sind, durfte ich auch mit ihm auf dem Bild. Aber wie gesagt, also wir brauchen einfach Geld und dann können wir uns Spieler leisten. Und momentan, ich hoffe, irgendwann kommt der Tag mal, wo wir Max-Mollock-Stadion heißen und brauchen die Millionen nicht. Aber ich glaube, da werde ich schon gestorben sein. Damit ist zum Stadionnamen, denke ich, letztendlich alles gesagt. Das ist halt ein Trend der heutigen Zeit, der sich wahrscheinlich nicht abändern lässt. Jogi Löw hat heute seinen EM-Kader, seinen vorläufigen EM-Kader bekannt gegeben. 27 Spieler hat er nominiert. Leider nicht überraschend, es ist kein Nürnberger mit dabei. Wer aus deiner Sicht am nächsten dran gewesen? Aus meiner Sicht wahrscheinlich Philipp Wollscheid. Ja, der Wollscheid auf jeden Fall. Ich denke mal, der hat einen richtigen Sprung gemacht. Für die Clubfans natürlich nicht so gut, aber der wird seinen Weg gehen in Leverkusen. Der kann international spielen, Euroleague, und dann kann er auch beweisen und dann ist er ein Mann vom Jogi Löw auf späteren Distanz auf jeden Fall. Ist das Grundübel des ersten FC Nürnberg, dass wir Spieler erst abgeben müssen und die waren dann Nationalspieler, sie Kai Gündogan? Andererseits ist es schön, dass der Club so eine Hand hat, für solche jungen Spieler beim Club zu spielen. Andererseits ist es traurig, dass die Spieler halt weggehen, weil sie sagen, okay, Perspektive beim Club ist halt, ich kann der Stammspieler werden, aber ich spiele halt immer gegen Abstieg und ich würde halt gerne mal bei einer Mannschaft spielen, die wo unter die ersten 5 oder 6 mitspielt. Und das, ich denke mir, das wird sich die nächsten Jahre auch nicht ändern. Ich hoffe, dass der Club das Händchen beibehält. Dankeschön. War für mich ein sehr interessantes Gespräch, hat riesen Spaß gemacht und ich hoffe, wir wiederholen das mal wieder. Auf jeden Fall. Danke dir. Ja, liebe Clubfans, seid ihr schon Mitglied beim 1. FC Nürnberg? Der junge Mann hat ja hier lauter Wunschpunkte im Gesicht und würde sich wahrscheinlich pro Punkt einen weiteren Clubfan dazu wünschen. Wenn du schon Mitglied bist und schaffst, 11 weitere Mitglieder dazu zu werben, zu gewinnen für den 1. FC Nürnberg, dann schnell mitmachen, weil wer 11 neue Clubfans wirbt, kann einen A1 gewinnen, Audi A1. Der muss nur rechtzeitig mitmachen und dann ist er drin in der Verlosung. Nachschauen, alle Regeln dazu, www.fcn.de, Mitglieder werben, Mitglied werden beim 1. FC Nürnberg.